Heute mal ein ganz kurzes Video, was ihr demnächst bei mir auf dem Kanal sehen werdet. Und zwar hat mich der Horrorshop gefragt, du hast ja mal vor 5 Jahren von uns Sachen vorgestellt, hast mal Bock wieder und so und überhaupt. Und ich so bei denen geguckt und habe gesagt, Kostüme, ja, interessiert eigentlich nicht großartig meine Abonnenten. Deswegen habe ich mir 3 Sachen mal ausgesucht. Von Fortnite, die Loot Chest. Dann das Lama mit dem Inhalt. Da hatte mich der ein oder andere mal gefragt, ob ich das zeigen könnte. Werde ich dann demnächst machen. Jo, und das fand ich ganz witzig, diese Verkleidung mit diesen Schlauchbootlippen und der Perücke. So, ganz neu. Kommt erst nächste Woche raus, also Anfang Juli, gibt es die zu kaufen. Die Trilogy von Nerf. Dann zeige ich euch demnächst noch vom 3D-Fuchs den. Ja, mit einem potentesten Blaster auf dem Markt. Habt ihr schon das Video gesehen, was ich euch letztes gezeigt hat? Der hat ja 8,5 Darts in der Sekunde verschossen. Busby war auch großzügig zu mir und hat mir die ganz neuen Blaster für 2019 geschickt. Da haben wir hier die Metamorph, Gladiator, Long Distance Armory, die Agitator. Oh. Sehr interessant, da freue ich mich drauf. Das ist eine 30er Trommel und dann hoffe ich mal, dass die Nerf kompatibel ist, weil das Coole ist bei Busby, die meisten neuen Blaster kosten, also die großen zum Beispiel, kosten nicht mehr wie 30 Euro. Halt sehr günstig und die schießen auch meistens noch weiter als die von Hasbro. Dann haben wir hier noch die Cover Squad, das ist das mit diesen eingebauten Walkie-Talkies. Revolution X. Und das ist, glaube ich, ziemlich cool, den Blaublaster. Das ist so ein Spuckrohr, Blasrohr, das pumpt man und dann fliegen die Darts ziemlich weit raus. Also das sind jetzt mal hier so die Sachen, die ich schon da einmal habe zum Zeigen. Und jetzt noch so ein paar Infos, was demnächst dann auf den Markt kommen soll. Hatte mich auch der ein oder andere von euch gefragt, Michel, kannst du mal die Spira One vorstellen? Das ist ja diese Wasserpistole, die demnächst auf den Markt kommt. Das Ganze lief über Kickstarter. Hier seht ihr mal die rote Version, es wird später noch eine blaue geben. Die Wasserpistolen liegen daher bei so 120 Euro, hört sich jetzt anfangs sehr teuer an, aber schaut mal, was die für eine Technik da drin verbaut haben. Wann werde ich die zeigen? Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe mal, vielleicht im September. Die produzieren mehr so für den internationalen Markt, deswegen auch dann September, weil in anderen Ländern ist ja dann nicht schon so Herbstanfang, sondern die haben ja zum Beispiel immer dann noch schönes Wetter, wo die dann mit den Wasserpistolen sich beschießen können. Ein paar Fortnite-Sachen habe ich euch ja schon vorgestellt. Waren ja ein paar Blaster dabei, das Lama, die LED-Boogie-Bomb für den Schreibtisch. Und demnächst soll dann noch der coole Rocket Launcher hier erscheinen. Der gefällt mir richtig gut, einmal von der Optik. Und der scheint auch noch relativ groß zu sein. Ja, demnächst erscheint wohl noch eine neue Granate. Ich warne euch jetzt schon mal gleich, kommt ein richtig fieser Sound vom Ton her, also mal Lautsprecher leiser machen oder die Kopfhörer weg. Das ist so ätzend. Und ich hoffe mal, diese Granate kann ich euch demnächst dann auch noch vorstellen. Das nenne ich mal ein Gerät. Und zwar der Gerät ist mal nicht von Fortnite, sondern von Overwatch. Solcher 76 Blaster. Ich finde den zu cool. Soll auch demnächst dann erscheinen. Das ist ein Blaster aus der Rival-Serie. Guckt mal, wie groß das ist. 130 Dollar angeblich. Problem ist, GameStop exklusiv. Das heißt, wenn man Glück hat, kann man den sich vielleicht in Frankreich bestellen. Auf die GameStop.com-Seite komme ich irgendwie überhaupt nicht drauf. Und wenn es ganz, ganz gut laufen sollte, hat Blaster Time EU, der verschickt ja aus den Niederlanden, den auch nachher im Angebot. Werde ich natürlich auf jeden Fall versuchen, dass ich den euch dann mal vorstellen kann. Geh weg! Du Blaster. Ja, lass mich übel aufnehmen. Ey, zieh mir weg! So, So, was ihr hier seht, ist von Worker die Terminator. Das ist ein ganz neuer Blaster. Blaster! Ja. Der kommt demnächst auf den Markt, ist mehr zweiteilig. Ihr habt einmal das Gehäuse, das ist so Longshot-Style und alles dann
noch das, was ihr innen drin verbauen könnt. Es wird so ein komplettes Set sein mit einer 18 Kilo Feder. Das könnt ihr dann separat oder mit zusammen dazu kaufen. Was hier halt ziemlich cool ist, ist die Optik, weil das ist dann so auf durchsichtig gemacht. Und ich finde, das sieht schon richtig schick aus. Ist nicht ganz so günstig. Das Gehäuse kostet wohl $120. Dann die verbauten Sachen oder die Sachen, die ihr verbauen könnt, also in der Reihe von dem Laster auch nochmal so 120 und ich glaube $15 Versand. Also ist schon nicht so günstig, aber sieht halt ziemlich cool aus. Den werde ich euch auf jeden Fall, wenn er lieferbar ist, dann auch noch vorstellen. Ja, hier sehen wir die japanischen Bill und Ted. Und die stellen hier die Persis vor. Das Teil ist wirklich richtig schnell. Ist schon in England gelistet. Hoffe mal, dass sie demnächst bestellbar ist. Wahrscheinlich erst ab August. Ja, und hier seht ihr von Hasbro den coolen Dart Eagle. Muss man so würfeln und je nachdem, wie hoch der Zähler ausgefallen ist, muss man dann vorne auf die Schnauze drücken und poots! Dann fliegen irgendwann die Darts raus. Und das Coole ist, auch Verlierer freuen sich. Und da wird doch mal in die Händchen geklatscht. Reamory hat auch was Cooles gedruckt, ist noch nicht ganz fertig, aber hier schon mal ein Foto, oben das Original und unten dann das aus dem 3D-Drucker, funktioniert mit Stefan Darts und ich zeige euch mal kurz ein Video, das sieht schon sehr, sehr interessant aus. Ja, und so schaut er dann heraus, der Blaster, ziemlich viel Technik verbaut. Ich glaube, er hat gesagt, der Druck alleine für das Gehäuse dauert 1,5 Tage. Aber kann sich sehen lassen und ist auch ziemlich flott unterwegs. Hier hat er, glaube ich, ein 15er Stefan Magazin verbaut. Vielleicht macht er noch ein größeres. Und wie gesagt, der Gerät ist ziemlich schnell. Ja, das waren dann mal so die neuen Sachen, die ich demnächst zeige und zeigen werde. Hoffe ich mal. Hier seht ihr noch die Megalodon und die Revoltinator. Die erscheinen ja auch noch dieses Jahr dann. Das war der Testbild von YouTube. Dann wünsche ich bis zum nächsten Mal.